Hallo und willkommen zurück bei mir in der Werkstatt. So, ja, eigentlich solltet ihr mit dabei sein, als ich diese Felgen gekauft habe. Aber ich habe schon wieder mal vergessen umzuschalten. Deswegen springt ihr jetzt mittendrin rein. Also, wir sind immer noch beim Mitsubishi Eclipse bei. Ne, Motor, Fahrwerke, Bremsen, Abgasanlage und Tankmoment, Tankmuster überprüfen. Name komplett fertig. Jetzt habe ich, wie gesagt, vier Reifen gekauft oder Felgen gekauft und Reifen. Und bin gewechselt von Größe 16 auf Größe 18. Und ja, wie gesagt, hat jetzt Sportreifen dazu gekauft und haben wir jetzt bezogen. Jetzt wuchte ich die einmal aus. Dann schauen wir mal. Mal schnell auswuchten. Gut miteinander. Ja, das gefällt mir. Wie heißt das Ding jetzt? Hinata. Okay, dann gucken wir mal erstmal beim Karosserie-Tuning. Motorhaube. Rückleuchten. Frontleuchten. Und die Stoßstangen. So, Kotflügel von links haben wir. Von links haben wir auch. Okay, machen wir das darüber noch mal ab. Okay, also sämtliche Scheiben auf jeden Fall. Jetzt. Also wir brauchen die Klappe. Wir machen das so.
Die Heckklappe lassen wir mal nach außen. Tür auf der rechten Seite. Spiegel rechts. So, jetzt verschieben wir. Und tauchen den ganzen Wagen. Also. Hier. So. Bühne. Das hier. Also, hat sie auch ganz. Machen wir mal. Also gucken, das sieht ja nicht okay. Okay. Dann die Innenausstattung. Ambient Stoff.
Katamun. So, brauchen wir mal noch ein gutes. Ja, jemand. Das ist ja gar nicht. Das nehme ich. So, da fehlt ja nur noch die Zulassung. Okay, G. A. Mal fertig. Ja, einmal auf. So. Ich würde ja was sagen, die grüne Rakete auch mal testen. Warum ist das wirklich Rakete ist. Ach so, nee, bevor wir das jetzt erstmal machen, wird er erstmal zum Diagnosepfad gehen. Denn wo ist die Spur? Ja. Und die Scheinwerfer werden mich auch nicht angeschaut.
Wollen wir mal gucken, was er bringt. Das ist ein Thema, der Motor ist fertig. Na, schauen wir doch mal. Muss man natürlich auch mal. Yes. Ruf die Rennstrecke bei 6. Guck mal, ob wir jetzt die Zeit verkürzen. Mit dem Harlequin, das war es ja nicht geklappt. Ging ja voll nach hinten.
Cool, ich würde sagen, das reicht das mal. Die Messlatte fürs nächste Fahrzeug schon mal etwas höher gelegt. So wie es geplant war. So, dann würde ich sagen, stellen wir den einmal hin. Den kümmern wir uns dann später noch. Und jetzt. Dann werden wir mal Freunde geben. Und gucken wir mal, was wir da so Interessantes finden. Da interessante Fahrzeuge dabei sind, die interessieren können. Auch nicht. Schauen wir mal. Ist ja so nicht schlecht. Können wir auf 34 reparieren. 21. Okay, Grosserietaschen sieht da gar nicht so schlecht aus. Motortaschen werfen. Ja, gut. Aufhängung muss auch gemacht werden. Ja gut, aber er sieht recht frisch aus. Und ich muss sagen, der hat eine geile Lackierung. Da drauf. Ah. Na, der geht. Also. Also ich muss sagen, auf den habe ich ehrlich gesagt keine Lust.
32. Das muss nicht der Motor. Ein bisschen Motor-Ding. Okay, ist nicht ganz so. %. 85%. Ach komm, die Charisma. So, und der geht auch direkt bei die Werkstatt. Mal dann. Nächstes Kapitel wird also ein Elektroauto. Gucken wir uns das mal. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen und freue mich, wenn ihr das nächste Mal mit dabei seid. Bis dahin, ciao, ciao.